Frau Susanne Helfenbein, Sie sehen sich als zweites Opfer im Fall Kampusch. Sie behaupten, dass Wolfgang Priklopil Sie 1985 sexuell missbraucht haben soll. Schildern Sie uns doch bitte den Vorfall. Sie waren damals 7 Jahre alt, das ist vor 26 Jahren. Ja, also ich behaupte es nicht nur, sondern es war auch so. Ich war mit meinen Eltern oft in Silberwald, das war ein Ortsteil von Straßhof, auf Urlaub. Wir haben auch dort ein großes Grundstück. Und eben das Ganze ist Ostern, in den Osterferien 1985 passiert. Ich hatte an diesem Nachmittag auf einem Hügel in meiner Lieblingswiese gespielt. Er muss mich dort gesehen haben. Vermutlich hat er mich auch schon vorher längere Zeit beobachtet. Und er kam dann auf mich zu, bevor er sein Fahrrad am Rand abstellte. Er schaffte es, mein Vertrauen zu gewinnen. Ich musste sogar sowas wie ein Verlobungsversprechen ablegen, bevor ich eben dann eigentlich aus meiner Kindheit gerissen wurde. Also hinterher hat er mir sogar verboten, irgendjemand etwas davon zu erzählen. Also ich musste mich ausziehen und also er hat mich missbraucht. Er hat mich auch versucht zu vergewaltigen, aber da habe ich mich gewehrt. Und weil ich so klein war, hat er das dann verstanden, aber er ließ mich trotzdem nicht gehen. Und dann sind Sie weggelaufen? Also irgendwann hat er mich losgelassen und also ich konnte, dann habe ich nach meiner also habe ich nach meiner Strickjacke und mein T-Shirt gegriffen und ja, den Rock hatte ich noch an und ich bin dann einfach weggerannt. Woher wussten Sie, dass es Wolfgang Priklopil war? Also im Gespräch, also zuvor hat er mir auch seinen Namen genannt. Nur als Siebenjährige, ich hatte ihn versucht nachzusprechen, er war aber zu schwierig für mich, weil er doch ein langer Name war. Sie waren damals 7 Jahre alt und haben eigentlich bis 2008 geschwiegen. Wem haben Sie sich denn 2008 als erstes anvertraut? Also zu der ersten Frage, also ich habe nicht geschwiegen, ich habe das Ganze komplett verdrängt, habe auch therapeutische, psychologische Gutachten. Und das geht auch vielen Opfern so, denen in der Kindheit was passiert ist. Und 2008, als die ersten Erinnerungen wieder hochkamen, hatte ich mich zuerst einer damaligen guten Freundin anvertraut, dessen Name ich jetzt heute nicht erwähnen möchte. Sie hat mich auch dann zu einer Anzeige sie hat mir empfohlen, dass ich das melde. Ja, die Tat ist ja inzwischen schon verjährt und der mutmaßliche Täter ist tot. Wieso? Sie haben zwar eine Anzeige gemacht und sich Bekannten oder Freunden anvertraut. Wieso sind Sie dann trotzdem an die Öffentlichkeit gegangen? Ja, also 2008 hielt ich das Richtige, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil auch um Kontakte nach Wien zu knüpfen, also Leute zu bekommen, mit denen ich reden konnte. Ich wollte auch mit Natascha Freundschaft schließen. Aber seit dem Jänner 2009 ist dann nichts mehr passiert. Also ich war dann eigentlich mit der ganzen Geschichte auf mich alleine gestellt. Heißt das für Sie, es hat sich niemand für Ihren Fall interessiert oder hat Ihnen niemand geglaubt? Also ich glaube, es hat sich niemand dafür interessiert, weil es verjährt war. Es ist aber so, ich war dann noch, also im Sommer 2009 oft in Silberwald, also in Straßhof und in Wien, habe dort mehrere Gespräche geführt
und wollte auch Spuren nachgehen, weil mir vieles, also mir selber waren noch viele Fragen offen, bin dann auch überall auf Mauern gestoßen. Und schlussendlich, von denen, wo ich es mir gewünscht habe, die haben sich dann nicht bei mir gemolden. Zum Beispiel, ich hatte auch den Wunsch geäußert, auf sein Grab zu fahren, auch um des Verzeihens willen. Ist es für Sie somit abgehakt, das Thema, ich meine das mediale Thema, den Wunsch gehört zu werden und das in die Öffentlichkeit zu bringen? Also ich versuche es, aber ich meine, sowas begleitet eigentlich einen doch das ganze Leben. Aber ich habe versucht, Schlussstriche zu ziehen. Und wie geht es Ihnen heute? Wie schaffen Sie es jetzt weiterhin, das Thema zum Verarbeiten, und wie werden Sie weitergehen? Also mittlerweile kann ich mit der Geschichte schon ganz gut umgehen, aber weil seelisch geht es mir und meinem Sohn also momentan gar nicht gut, und darum habe ich mich jetzt, also 2011, wieder an die Medien gewandt, weil ich mich eigentlich im Stich gelassen fühle. Und es gibt auch wichtige Gründe, warum ich mit Natascha Kampusch Kontakt aufnehmen wollte. Also Dinge, wo ich mit ihr persönlich besprechen wollte oder immer noch möchte. Und ja, es ist sehr schade, dass es so ist, wie es momentan ist. Dass sich in den letzten 2 Jahren nichts getan hat. Dann danke ich Ihnen für die Ausführungen und für den Besuch bei uns bei Vorarlberg Online und wünsche Ihnen alles Gute.